Die Schnellsten und Schlausten im Ersten sind auch heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu holen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Da sind Sie, unsere vier Mutigen von heute. Alle der festen Überzeugung, eine gute Chance zu haben gegen die Elite. Das hoffe ich auch sehr. Und bin sehr gespannt, wer sich Ihnen und euch zu Hause gleich vorstellt hier. Hi, mein Name ist Michael Lendner. Ich komme aus dem wunderschönen Kurnach bei Würzburg. Ich bin Berufsschullehrer und ehrenamtlich Fußballabteilungsleiter. Meine Themen sind Sport, Politik und Geschichte. Hallo, mein Name ist Stefanie Reckenthaler. Ich bin Sprachwissenschaftlerin und komme aus Ketsch in der Region Mannheim-Heidelberg. Privat sitze ich gerne im Sattel oder auf dem Kutschbock. Hallo Jäger, mein Name ist David Winter, ich komme aus Kiel, mache eine Erzieherausbildung und ich habe schon als kleines Kind Quiz total gern gespielt. Ja, hallöchen, ich bin die Desiree Simon, ich komme aus Castrop-Rauxel. Ich bin glühender BVB-Fan und ansonsten bin ich ehrenamtlich in der Politik unterwegs und ich würde so gerne gegen Klaus-Otto Nagorsnik spielen. Der ist auch BVB-Fan, Desiree, das würde passen. Aber Hallöchen haben wir lange nicht mehr gehabt hier. Sehr schön, Desiree mit David, Stefanie und Michael. Herzlich willkommen euch. Ich hoffe, dass ihr einen guten und erfolgreich, finanziell erfolgreichen Abend hier verlebt. Ihr wisst, wie es funktioniert. Kommt nacheinander zu mir, spielt eine Schnellraterunde. Und mit dem Geld aus der Schnellraterunde werdet ihr dann ins 1:1-Duell gegen Jägerin oder Jäger müssen oder dürfen. Je nachdem, wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss heim. Beginn wird heute Abend Michael. Michael, guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Schön, dass du da bist. Ja. Hast du dich irgendwie speziell nochmal vorbereitet? Hast ja viele Interessengebiete schon genannt gerade. Ja, ein bisschen die App gespielt, aber... Gewonnen nochmal? Nicht mehr. Auch mal gewonnen. Wer spielt noch App? Wer hat sie? Alle. Und du bist sehr vorbildlich. So, Michael, dann spielen wir deine Schnellraterunde. Mhm. 60 Sekunden. Ich drücke dir die Daumen und deine Zeit startet jetzt. Können Flamingos zum Schlafen wirklich auf nur einem Bein stehen? Ja. Welches Land hat aufgrund seiner vielen Buchten die längste Küstenlinie Europas? Norwegen. Wie nennt man Gebäude wie das Pantheon, die der Verehrung eines Gottes oder mehrerer Götter dienen? Tempel. Welcher deutsche Fußballer machte 2021 während Olympia seiner Freundin öffentlich einen Heiratsantrag? Max Kruse. Ja, ein Thriller des schwedischen Autorenduos Hjort und Rosenfeld heißt Die Früchte, die man liebt. Ernte. 2022 änderte sich die Sitzordnung im Bundestag, sodass die Abgeordneten von CDU/CSU mit denen welcher Partei tauschen. FDP. Wie lautet die Berufsbezeichnung für Menschen, die Attraktionen auf Jahrmärkten und Volksfesten betreiben? Schausteller. Welcher deutsche Fußballer wurde in seiner Zeit in England Hits the Hammer genannt? Hitzelsberger. Bei einem Screenshot macht man ein digitales Foto von welchem Schirm? Bildschirm. Welche Schauspielerin und Moderatorin mit Vornamen Palina kam 1985 in welcher ARD-Impro-Serie spielt Charlie Hübner den Sohn eines verstorbenen Sanitärunternehmens? Weiter. Das Begräbnis. Die Konstruktion welches optischen Geräts verhalf Newton zur 4.500 Euro? Ich wollte die letzte Frage irgendwie noch durchkriegen, aber du hättest dann in den 5000er-Club einziehen können. Aber ich hoffe, du bist zufrieden. Sehr zufrieden, ja. Also das hast du ja richtig gut gemacht. Zweimal Fußball war drin, das passte natürlich perfekt, ganz gut. So. Perfekt, ja. Flamingos waren drin, ja. Also alles super. Tempel waren drin, also breit gefächert. Ganz stark, hat er gut gemacht, ne? Ja. Jetzt wollen wir schauen, wer spielt heute. Ich schaue mal, wer überhaupt da ist heute für euch. Ich hätte den Bibliothekar Klaus-Otto Nagorsnik. Er hat ja weder Germanistik noch Philosophie studiert, aber mehr Regalmeter gelesen als Reich-Ranicki und Sloterdijk zusammen. Der Quizgott ist da, Herr Jacobi. Er liest nur ungern Bücher, weil er hier schon immer alles weiß, was drinsteht. Oder, wen haben wir noch? Oh, Frau Rickel, für Sie ist eine Bücherwand wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Am liebsten würde sie sich alles nehmen. Na, dann bin ich mal gespannt. Hier kommt die Jägerin oder der Jäger. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Guten Abend, Herr Bommes. Ich freue mich auch sehr. Wir kommen mit einem starken Mannschaftskapitän hier, Michael. Ja, wunderbar. Hallo, Michael. Hallo. Los geht's. Super. Da biete ich nach unten natürlich weniger. 1000 Euro. Ich hoffe, das ist nicht so interessant. Und ich hoffe, Sie haben Lust, eine Frage mehr zu spielen. Nach oben gibt es 16.000. Das ist schon ganz anständig vorne. Ich bleib stehen, ich nehme die 4,5. Ja, die sind auch, finde ich, so mehr als anständig. Die kannst du erstmal, oder brauchst du nicht aufs Spiel zu setzen. Ja. 4.500 Euro, die Jagd beginnt. Auch ein gutes Spiel. Welches Lebensmittel zum Selbermachen ist als
Popsicle ein Foodtrend? A. Eis am Stiel, Brausebonbon oder Popcornwaffel? Was hast du genommen? Popcornwaffel. Wegen Pop, ne? Oder das ist die Falle. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gehört. Was ist die richtige Antwort? Ein Eis am Stiel, ein Popsicle. Was sagt die Jägerin? Sie sind ja trendy. Ich kannte das so als Wassereis. Halt selbstgemachtes Eis. Okay. Fruchtsaft einfrieren. Ach, die Dinger. Mit oder ohne Stiel. Ja. Weiter geht's. Zweite Frage kommt. Wie heißt Euklids bis heute methodisch wichtiges Lehrbuch der Mathematik aus dem 4. Jahrhundert vor Christus? Axiome, Elemente oder Komponenten? Was hast du genommen? A. Axiome. Axiome. Ist das richtig? Elemente. Was sagt die Jägerin? Ja, Axiome war so ein bisschen die Falle, weil Axiome ja in der Mathematik eine wichtige Rolle spielen. Ja. Ab jetzt richtige Antworten bitte, okay. Michael. Auf geht's, komm. Welcher US-Schauspieler und Oscar-Preisträger meinte, dass er auch ein Schnitzel spielen könnte? A. Donald Sutherland, Benicio del Toro oder Robert De Niro? Das ist eine überragende Aussage. Ich kenne nur einen Fußballer, der mal sagte, mehr wie zwei Schnitzel pro Tag geht nicht. Was hast du genommen? C. Robert De Niro. War der das? Ist es seine Aussage? Sehr gut. Erster Schritt für dich. Michael, was sagt die Jägerin? Okay. Der kann alles. Der kann alles. Fast wie Chuck Norris. Ja. Wie viele Liegestütze kann Chuck Norris? Alle. Ja, sehr gut. Nächste Frage kommt. In welcher Sportart wirkt die Saugwirkung bremsend? A. Beim Segelfliegen, beim Speerwurf oder beim Skilanglauf? Schnelle Entscheidungen von beiden. Was hast du genommen? C. Skilanglauf. Die Saugwirkung? Mhm. Was ist es da? Ich denke, da geht es um den Schnee. Wenn der zu feucht ist, dass der Ski sich an den Schnee saugt. Okay. Dass man nicht so durchpulvert quasi. Ja, was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Skilanglauf. Bekommen wir auch, Michael. Jetzt bist du drin. Komm, ist doch alles in Ordnung. Was sagt Frau Rickel? Ah. Diese Frage, Physik und Sport kombiniert. Ja. Aha. Wow, so sind wir, Frau Rickel. Ja. Das ist gefragt, gejagt. Drei noch. Welcher aus dem Englischen stammende Begriff wurde zum Unwort des Jahres 2021 gewählt? A. Breakwater, B. Pushback oder C. Peanuts? 2021. Was hast du genommen? B. Pushback. Ist das aufgrund der, oder ist es der Flüchtlingsthematik zuzuordnen? Ja. Ist das Pushback gewesen? Mhm. Ja. Was ist die richtige Antwort? Okay, wieder richtig. Weiß aber leider auch die Jägerin. Und deswegen geht es jetzt im Gleichschritt weiter. Guck mal, du wolltest einfach ohne Patzer spielen. Finde ich sehr gut. Genau. Zwei noch, Michael, bitte bleib. In welchem Stadtstaat ist die Dichte an Einkommensmillionären am höchsten? In Hamburg, Bremen oder Berlin? Das ist interessant. Wissen Sie es, oder? Nein. Nicht sicher. Die Dichte, ne, ist jetzt immer die Frage, ne? Berlin hat die meisten Einwohner, aber das könnte dann prozentual vielleicht nicht sein. Ich bin jetzt auch nicht sicher. Das hat mich ein bisschen verunsichert, weil Bremen so klein ist. Ja, und mich hat noch verwirrt, wenn ich das dazwischen Einkommensmillionäre, das heißt nicht, man hat eine Million, sondern man verdient eine Million. Und das könnte wiederum gegen Hamburg sprechen, weil in Hamburg gibt es natürlich mehr altes Geld. Viel sogenanntes altes Geld, genau. Also ich glaube, sie ist bei Bremen gelandet. Wo bist du gelandet? Ja, ich bin bei Hamburg gelandet. Hast Hamburg genommen. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, und ich hoffe, dass meine Theorie, dass sie Bremen genommen hat, auch richtig ist. Was sagt die Jägerin? Och, bitte, Frau Rick, wir sind aber nicht immer gleich. Eine fiese Möppe, wie Anna Gosnick sagen würde. Ei, so, Matchball für beide. Herrliches erstes Duell. Ja, ich war noch gar nicht so richtig warm, aber jetzt schon. Wer kletterte als bisher einziger in der bundesdeutschen protokollarischen Rangfolge von Platz 5 auf Platz 1? Karl Carstens, Walter Scheel oder Roman Herzog?
drei Bundespräsidenten. Mhm. Und jetzt ist das ist Platz 1. Das ist Platz 1. Und jetzt ist die Frage, was ist Platz 5? Mhm. Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. So. Wer war das? Weißt du es, wer es war? Wahrscheinlich Karl Carstens dann. Ich habe Walter Scheel genommen. B. Der Jurist? Der Richter von den dreien? Ich wäre bei Herzog. Ist Herzog. Was ist die richtige Antwort? Roman Herzog. So schade. Bei so einer... Ach, so ja, großartig gespielt. Ja, total. Was sagt die Jägerin? Riesenauftritt. Vielen Dank, Michael. Stefanie, weiter geht's. Oh, Stefanie, war das dramatisch gerade, oder? So schade. Hätten wir vor allem mit seiner tollen Schnellraterunde wäre natürlich das Finale so wichtig gewesen. Und Geld ist auch flöten. Aber naja, gut. Müssen wir halt mehr raushauen. So mag ich die Einstellung genau. Du kommst aus, was war das? Aus Ketsch? Das ist im Bermuda-Dreieck von Mannheim-Heidelberg-Speyer. Kenne ich vom Frauenhandball. Genau, ja, die Ketscher Bären. Ganz erfolgreiche Mannschaft schon immer, ne? Gewesen in der Bundesliga auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Was sind deine Interessengebiete? Du sagtest, war es Reiten? Genau, ich habe ein Pferd, ich reite und ich habe ihn auch eingefahren. Also Kutsche fahren, reiten. Ja, genau. Ja. Wollen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen was aus deinen Gebieten zusammen. Das wäre schön. Eine Minute für dich und die Zeit startet jetzt. Welche vermeintliche Fähigkeit hat der Holländer laut dem Titel einer Wagner-Oper? Fliegen. Ein Sprichwort lautet, bescheiden Glück kommt alle weiter. Tage. Welcher Politiker veröffentlichte 2022 das Sachbuch, was Politiker nicht sagen? Scholz. Gysi, wie oft kommt der Buchstabe E im Wort Brise für einen leichten Wind vor? Einmal. Gewinnt ein Pferd ein Galopprennen, wenn es ohne Jockey als erstes ins Ziel kommt? Nein. Zu den Nebenmeeren zählt man Binnenmeere, Mittelmeere und? Weiter. Randmeeren. Welcher Fernsehreihe spielte Peter Sodann den Kriminalhauptkommissar Bruno Ehrlicher? Tatort. Welches Verfassungsorgan hat seinen Sitz in Karlsruhe? Das Verfassungsgericht. Wer verfasste den Text des Kirchenliedes Ein feste Burg ist unser Gott? Weiter. Luther, welche Dunja veröffentlichte 2021 das Musikalbum Ich will das Leben spielen? Hayali. Reiter, wie viele vollständige Oktaven umfasst ein klassisches Klavier mit 88 Tasten? 8. 7. Welcher Tennisspieler gewann 2021 zum 6. Mal Wimbledon? Djokovic. Ja, was antwortet man? Super, 3000. Auch eine gute Runde. Keine Ahnung von Tennis. Was Politiker nicht sagen. Nee, das ist nicht von Olaf Scholz, überraschenderweise. Aber hast du gut gemacht. Und da war nochmal das Bundesverfassungsgericht drin gerade. Salz in unsere Wunden. Hier kommt die Jägerin. So, Frau Rinkel, weiter geht's. Zweite Runde gegen Stefanie. Hallo, Stefanie. Hallo. 3000 Euro steht zur Debatte. 3000 Euro ist super. Mhm. Nach unten 800. Nach oben, weil ich würde ja gerne länger spielen, 18.000. Verlockend, dass Sie länger spielen wollen. Komma aber? Komma aber, ich eher nicht. Ich nehme die 800. Du willst nur nach Hause. Okay. Moment, du nimmst 800. Die 800. Ich will gerne die Finalrunde erreichen. Kannst du auch mit 3000, glaube ich. Nee, ich denke nicht. Geht auch mit 18.000. Geht auch mit 18.000, nachdem ich eben gesehen habe, wie toll Michael angefangen hat und dann von Ihnen platt gemacht wurde, freue ich mich über 3 Pufferfragen. Okay. Nie aber die Autonomie vergessen in dieser Sendung, dass du es ja in der Hand hast. Ne? Also so mächtig sie sind da oben, du entscheidest ja darüber, ob du ins Finale kommst oder nicht. Und ganz emanzipiert entscheide ich mich für 800. Ja. Dann machen wir das so. wir können um 1,22 Euro wetten. Ich glaube, du wirst mit mindestens 2 Feldern Vorsprung ins Finale kommen. Aber dann freuen wir uns darüber und die Jagd beginnt. Ist einer von uns 1,22 Euro reicher. Auf geht's. Welchen dieser Käse portioniert man, indem man mit einer Girolle kräuselige Rosetten abschabt? Tête de Moine, Mont d'Or oder Fourme d'Ambert? Welchen hast du genommen? Ich habe A genommen, den Tête de Moine. Okay. Portioniert man den mit einer Girolle? Sehr gut, erster Schritt für dich und für die 800. Was sagt Frau Rinkel? Okay, dann machen wir weiter. Zweite Frage. Woran kann man sehr genau das Alter eines Pferdes bestimmen? A, Augen, Zähne oder Hufe? Anhand?
der Zähne. Antwort B. Daran sieht man es? Ja, genau, ist jetzt sehr vage formuliert, aber ja. Ja, okay, dann nehmen wir die Zähne. Da traue ich dir als Pferdeexpertin. Sehr gut, nächste richtige Antwort. Was sagt Frau Ricke? Ja, daher das Sprichwort mit dem geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul, ne? Genau. Okay, verstehe. Ja, dann spielen wir schon jetzt um die Matchballstufe. Spiritus oder Spiritus ist laut Wort Herkunft kein Alkohol, sondern ein A. Hauch, Gedanke oder Rausch. Was hast du genommen? A, Hauch. Spiritus Rector. Was ist da die Übersetzung? Na? Ist doch kein Hauch, oder? Nee, deswegen, was ist die richtige Antwort? Ist nicht ein Gedanke? Nee, ein Hauch. Okay. Der Spiritus Rector ist aber kein Hauch mehr. Nee, deswegen hätte ich... Oh, egal. Hauch ist richtig. Damit hast du einen Haufen Matchbälle hier. Und was sagt die Jägerin noch? So. Ich war beim Geist. Weingeist. Spiritus. Ja, okay. 1, 2, 3, 4... Ich muss sie nicht ausreizen. 3.000, 18.000... Egal, ich habe nur gerade noch mal rekapituliert. So, jetzt gehst du ins Finale. Ja. Was kann man erwarten, wenn im Wetterbericht von einer Omega-Wetterlage die Rede ist? A. Viel Niederschlag, sinkende Temperaturen oder keine Veränderung? So genau habe ich da nie drauf geachtet. Kennst du dich da aus? Oder? Ich bin ein begeisterter Morgenmagazin-Gucker. Ja? Ja, und bin besonders vom Wetter immer sehr angetan. Und ich bin mir relativ sicher, dass es die Omega-Wetterlage gibt. Donald, Sommer, ne? Genau, Donald Becker. Ja, hatten wir letztens hier doch auch in der Sendung, ja. Es ist immer so schön dann mit den Hoch- und Tiefdruckgebieten, wie so ein Omega eben von der Zeichnung her und das dann stabil heißt. Also habe ich mich für C, keine Veränderung, entschieden. Also wer, wenn nicht du, bringt 800 Euro in das Finale. Was ist haben? Die richtige Antwort? Zumindest habe ich meine Wette gehört. Ich habe auch verloren. Du hast noch mehr Vorsprung gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. David ist schon auf dem Weg. Sehr gut. So, David, Jetzt bist du dran. Sehr schön, freue mich. Freue mich auch. Ja, da hätte ein bisschen Kohle stehen können, Stefanie, ne? Aber Ist doch erstmal toll, dass sie es so souverän geschafft hat. Genau, und wie spart man denkt von Spielrunde zu Spielrunde. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Wärst du durchgekommen gerade durch die... Weiß ich. Hast du es gewusst mit den Pferden oder auch mit der Wetterlage? Nee, von Pferden, keine Ahnung, Wetterlage hätte ich was anderes getippt. Tatsächlich, ja. Weil du bist Kieler, ne? Sagtest du, ja? Klasse. Und arbeitest aber nicht in Kiel, sondern in Preetz, ne? Ja, ich mache eine Ausbildung zum Erzieher seit 4 Okay, prima. Also auch schön. Wie alt bist du denn? 20. 20 erst, okay. Mhm. Und was sind sonst Hobbys? Ach, ich mache gern so Pen and Papers. Pen and Paper, das ist so ein Rollenspiel mit Zettel und Stift. Und da überlegt man sich halt Sachen und genau, man macht dann so ein Abenteuer, so Fantasy-mäßig. Und bist auch App-Spieler? Ja, ich habe mich darüber auch beworben. Ach so, okay, ja, stimmt. Das geht ja dann auch immer, ne? Genau. Wen hast du geschlagen, alle mal? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber gut, Frau Rickel ist zumindest schlagbar, wie wir gesehen haben heute. Mhm. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen deine Interessen treffen. Ja. Atme tief durch, es wird alles gut werden. Du brauchst nicht aufgeregt zu sein, ja. Du wirst es gut machen. Und die Zeit startet jetzt. Ist man hangry, dann ist man zugleich wütend und? Hungrig. Um welches Fortbewegungsmittel geht es in der TV-Sendung Top Gear? Autos. Erzmarschall, Erzkämmerer und Erzmundschenk wählten bis 1806 welche Monarchen? Weiter. König, welche Programmiersprache gibt es schon seit über 25 Jahren? Esther? Java oder Swift? Java. Die Computerspielfigur Luigi ist der Bruder welches weltberühmten Klempner? Mario. Zu welchen Tieren zählen Riffmanta und Steinbeißer? Fische. Mit welchem Schreibgerät lernen Kinder in der Schule etwa ab der 3. Klasse zu schreiben? Füller. Welcher deutsche Verein konnte von 2007 bis 2004 mal die Handball-Champions League? THW Kiel. Mindestens wie viele Segelmasten hat eine Bark? 2. 3. Klassischerweise gehört in einen Eiskaffee Eis welcher Geschmacksrichtung? Vanilleeis. Welche Hansestadt in Schleswig-Holstein wird auch Tor zum Norden genannt? Lübeck. Welches spitze Geschoss wird mit Armbrustbogen oder Blasrohr verschossen? Feil. Wie viele Kinder haben Marge und Homer Simpson? 3. Ab welchem Alter ist man in Deutschland ehemündig? 18. Welcher Ex-Mittelfeldspieler von Werder Bremen veröffentlichte das Buch Tradition schießt? Marco Bode. 5.500 Euro. Das ist ja unglaublich, was du hier anbietest. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Kieler, ne? Muss ich noch was sagen? THW haben wir auch in der Frage gehabt. Ja. Ja. Aber auch Lübeck, dass man als Kieler da Lübeck sagt, wäre so ein bisschen, also nicht ganz so, wie wenn Desiree eine Scheige fragt. Gleich, aber
Hast du super gemacht, Mensch. Hättest du das erwartet, so viel? Ich habe gesagt, hoffentlich über 3000, aber dass das jetzt so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, bei 3000 war es ja gefühlt nach 10 Sekunden. Also, ganz toll gemacht. Sei stolz und verteidige das jetzt bitte. Hier kommt die Jägerin. Folge, hier lauert eine Aufgabe jetzt, ja? Ja, ein hallo David. Moin, Folge. Ein Schleswig-Holsteiner nach dem Motto, er kommt aus Kiel, der Stadt am Meer. Er vertritt auch die Lübecker heute hier so ein bisschen. Das Lied im echten Fußball ist deutlich anders. Ja. Was machen Sie denn aus den 5.500 Euro? Ja, David, vielleicht wissen Sie, wie Jäger Respekt ausdrücken? Mhm. Mit schlechten Angeboten nach unten, da bleiben noch 5 Euro. Und ganz ohne Nullen. Gut, dass Stefanie nicht hier steht. Ja, ich hoffe sehr, dass sich das mit Stefanie nicht wiederholt und dass sie vielleicht sogar den Mut haben, nach oben zu gehen. Oben gibt es 25.000 Euro. Jetzt bist du im Gewissenskonflikt, ja? Wie du magst. Entscheide du. Komm, scheiß drauf, wir zocken. Ja, wir zocken. Ja, geh auf Risiko. Wir versuchen es. Setz die 5,5 aufs Spiel. Dann machen wir das. Mhm. Und die 5,5 nimmt ja auch keiner mehr. Ja, gut. Das ist, gut. Das ist gefilmt worden und ausgestrahlt worden. Ich werde zwei Ärger wahrscheinlich, aber... Von wem? Meine Mutter. Sie sind schon... Nein. Was sagt deine Mutter? Wir sagen, wer viel hat, passt auf. Aber nee, ich... Du, genau wie eben. Was habe ich eben gesagt? Atme durch. Ja. Du wirst es gut machen. Mach dir keine Sorgen. Du gibst jetzt einfach... 6 richtige Antworten. Jo. Am besten in Folge. Vielleicht patzt sie ja auch noch mal so ein bisschen. Vielleicht entwickelt sie auch ein bisschen mütterliche Gefühle. Nein. Shit. Die das Jagd kann klingelt. Ich schon. So, mein David, jetzt gehen wir hier durch. Erste Frage. Was ist keine geeignete Nahrung für den Nachwuchs der Kleidermotte? A. Baumwollhemd, Daunenjacke oder Wollteppich? Auf Deutsch, wo geht die Kleidermotte nicht ran? Ja. Ich hätte gesagt, an Federn, Daunenjacke. B. Daunenjacke, Baumwollhemd. Klar, oder? Da hat man doch manchmal... Oder? Daunenwolle einerseits und Baumwolle andererseits. Sehen Sie die Verbindung? Natürlich nicht. Okay. 2 davon sind tierischen Ursprungs, 1 ist pflanzlichen Ursprungs. Okay. Ja. Jetzt sehe ich die Verbindung. Mhm. Jetzt finde ich deine Antwort gar nicht mehr so gut. Mhm. Was ist die richtige Antwort? Guck mal, da hätte ich aber gedacht, man hat doch eigentlich... Ist doch ganz klassisch, wenn man Motten hat, sind die doch eigentlich im normalen Schrank, oder? Da sind doch hauptsächlich Baumwollhemden drin. Also wo ich Motten drin kenne, sind in den alten Pullovern und in den Pelzjacken, die keiner mehr trägt. Ja, oder so. Daunenjacke, weiß ich nicht, hatte ich nicht. Haben Sie nie eine Daunenjacke gehabt? Haben Sie immer gefroren? Nein, nie gefroren, sonst hätte ich ja eine Daunenjacke gekauft. Das ist auch nicht schlecht. Was sagt die Jägerin? So, David, dann machen wir das jetzt wie Michael. Der hatte auch keinen Bock auf Patzer. Der wollte auch richtig, richtig zocken. Und jetzt gibst du einfach eine richtige Antwort und das Spiel machen wir einfach sukzessive weiter. Wie nennt man in Australien eine in geringer Höhe wirbelnde Sandhose? Nennt man die Henry Henry, Louis Louis oder Willy Willy? Ich habe mal A genommen, Henry Henry. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung. Haben Sie eine Ahnung, Frau Ricke? Nein. Das ist schon mal per se nicht schlecht. Henry Henry, ich hätte jetzt... Ja gut, vielleicht ist Brother Louis Louis von Modern Talking auch die Falle gewesen. Ich hätte eine Vermutung vielleicht, wegen dass es nach irgendeinem König benannt wird, nach Großbritannien, weil die ja auch in Australien Staatsoberhäupter sind und da fällt mir als einziger nur Henry ein. Ich wäre ein bisschen pragmatischer rangegangen. Ich hätte einfach gefragt, was heißt denn Wirbel auf Englisch? Dann kann es auch Willy sein. Was ist? Ich bin rangegangen nach dem, was spricht sich am besten. Und dann wäre ich bei Louis Louis gewesen. Okay. Wer will? Willy Willy? Willy Willy? Was ist die richtige Antwort? Fuck.
müßig zu betonen, dass du eine riesen gute Schnellradrunde hattest. Ne? Das haben alle gesehen. Und auch müßig zu betonen, dass du ein mutiger Typ bist. Finde ich auch gut. Und ich hoffe, du kriegst keinen Ärger von deiner Mutter. Sie wird stolz auf dich sein, oder? Schicken Sie die Mutter zu mir. Ich kläre das. Das und wenn nein, alles gut. Was klärt, nein, alles gut. Dann klärt sie das. Alles gut. Frau Ricke klärt sogar Chuck Norris. Was sagt die Jägerin? David, super Auftritt von dir. Vielen Dank fürs Kommen. Bleib in der App und Desiree, du bist dran. So, Desiree, durchatmen. Ja, oh, guck mal, das mag ich, wenn ihr tut, was ich sage. Hat er mutig gespielt? Ja, sehr, sehr. Aber du wolltest Herrn Nagosnik, ne? Wieso eigentlich? Ich mag Klaus-Otto Nagosnik. Ja, jeder mag Klaus-Otto Nagosnik. Niemand ist älter als Klaus-Otto Nagosnik, aber jeder mag ihn. Ja, ich gucke immer mit meinem Nachbarn zusammen gefragt, gejagt, okay. Der sinnigerweise Klaus-Otto heißt. Tatsächlich? Echt? Wird er auch K.O. genannt? Ja, ja, aber er heißt nicht K.O. Nagosnik. Der Klaus-Otto Nagosnik ist ja auch BVB-Fan. Ja, das wäre auch schön gewesen. Vielleicht mag ich ihn ja deswegen. Du weißt, wo sie hinhält beim Fußball? Nein. Okay, sage ich noch nicht, wird sie dir gleich sagen. Es wird ein Spaß werden, glaube ich. Wollen wir loslegen? Ja. Ja, eine Minute, mach das anständig. Und die Zeit startet jetzt. Hoffmann von Fallersleben schrieb in einem Kinderlied, ein Männlein steht im Walde. Welchen runden Geburtstag feierte der Schauspieler Elias Mbarek im Mai 22? 50. 40. Wie heißt der Nationalmannschaftstrainer Hansi Flick eigentlich mit Doppelvornamen? Hans-Peter. Hans-Dieter. Welchem Genre rechnet man den Film Erbarmungslos mit Clint Eastwood zu? Drama. Western. In welchem Jahrzehnt wurde der für die EU bedeutende Vertrag von Maastricht geschlossen? Weiter. 90er. Auf wie viel Euro pro Stunde stieg der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Oktober? Wie wird eine offene Feuerstelle in einem Wohngebäude genannt? Kamin. Welcher in Düsseldorf geborene Rockmusiker veröffentlichte 2022 das Album Das eine Leben? Campino. Westernhagen. Welches Bundesland ist laut Bruttoinlandsprodukt wirtschaftlich das stärkste? Weiter. NRW. Wie oft taucht der Buchstabe H im Wort Salzsohle auf? Zweimal. Gar nicht. Die U19-Junioren welches Fußballvereins wurden 2022 deutscher Meister? Bayern. Borussia Dortmund. Nimmt die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Privathaushalt seit Jahren zu oder ab? Zu. Ab. Macht nichts. 1500 haben wir. Ich habe nur deutscher Meister gehört und dann war ich bei Bayern München. U19, oder ist Borussia ja, Dortmund? Ja, die U19 kam nicht an meinem Das Jahr. War das Gastgeschenk an dich wahrscheinlich. Aber dann spielen wir jetzt, ein Derby. Hier kommt die königsblaue Jägerin. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Guten das Abend, stimmt. Frau Ricke, willkommen zurück. Guten Abend, Herr Bommes. Guten Desiree Abend, Desiree. Aus Castrop-Rauxel. Ja. Hält's mit dem BVB? Ja, das kommt in den besten Familien vor. Ich habe Verwandtschaft in Dortmund und wir haben ja beide den gleichen Lieblingsjäger, Klaus-Otto Nagosnik, der ja auch BVB-Fan ist und der mir gestern noch gesagt hat, wie schwer ihm das fällt, BVB-Anhänger rauszuwerfen. Der hat aber auch, nachdem er wusste, dass ich Schalke-Fan ist, kam er beim nächsten gemeinsamen Dreh wieder und hat gesagt, ich soll dir Grüße von meinem Bruder ausrichten. Der ist ja auch so. Der ist ja auch der so. Der ist ja auch so. Ja. So, also, ne? Bist du denn auch mit Schalkern befreundet? Ja. Ja? So. Oh, guck mal, dann ist doch alles in Ordnung. Und Sache mal in den Farben getrennt im Herzen vereint. Das genau. Ist schön. Das Hauptsache Ruhrgebiet. Wir sind das Ruhrgebiet. Ja, okay, dann spüren wir das doch mal jetzt hier, das Ruhrgebietsduell. 1.500 Euro auf blauem Grund. Was bieten Sie denn, Frau Ringel? Ich dachte, nach unten wäre es ganz schön, wenn die zwei Damen zu zweit gut teilen können. 1.200 Euro. Ui, das mit den 800, 2.000, 1.000 für jede. Das ist aber sehr großzügig und damit würde ich sagen, Desiree ist die mittlere Stufe raus, oder? Aber wir gucken uns nach oben. Okay, du scheinst eher interessiert an oben. Ja. Gute Frage. Nach oben bin ich noch viel freundlicher. 30.000 Euro. Puh. 2-1 Risiko. Du zockst? Wirklich? Bist du dir sicher? Nee. okay für dich, wenn sie hochgeht, oder? Go for it, girl.
Das ist hier so viel Frauenpower, da kann ich überhaupt gar nicht mehr mit umgehen. Dann würde ich einfach sagen, wir machen das jetzt so und spielen um 30.000 Euro. Und ich genieße den Abend sehr, wir können ja auch noch ein bisschen plaudern. Ja, gern. Hauptsache, es geht jetzt nicht so schnell vorbei, aber tut's ja nicht, weil du ja 6-mal in Ruhe jetzt hier meine Stufe runterwanderst. 5-mal reicht. Bitte? Mir reicht 5-mal. Ja, das glaube ich, aber ich möchte 6-mal. Sie hat Auswärtsspiel und in den Farben ist sie auch benachteiligt. Wir haben nichts Schwarz-Gelbes hier. Und die Jagd beginnt. So, Desiree, mach die Borussia froh. Welches Nutztier wird weltweit am häufigsten gehalten? A. Huhn, Schwein oder Kuh? Interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch. Was hast du genommen? Ich habe jetzt C, die Kuh, gewählt. Die Kuh. Okay, ihr seid immer so schnell. Ich brauche ja immer ein bisschen länger. Ich hätte jetzt nur gedacht, laufen nicht immer viel mehr Hühner auf dem Bauernhof rum, also überall, als dann Kühe oder... Und dafür gibt es riesige Kuhfarmen oder Rinderfarmen. Kuh, was ist die richtige Antwort? Wahrscheinlich kommt Schwein. Nee, tatsächlich das Huhn. Was sagt Frau Rickel? Ei. Ja, das war auch bei Stücktiere oder Kilo und... Aber... Tja, okay. So spielen wir länger. Ja, das ist doch wir herrlich. Machen einfach 5 Fragen, beide falsch, dann haben wir mehr vom Dritte Abend. Dritte Minute hier im Gefahrgewerkstadion. Spielstand immer noch 0-0 zwischen Adriane Rickel, Schalke 04 und Desiree aus Castrop-Rauxel, ihres Zeichens BVB-Fan. Jetzt kommt die zweite Frage. Über die linke Seite wird schnell vorgelesen. Wie heißt ein beliebtes Fangspiel auf Kindergeburtstagen? A. Frau Müller, Herr Fischer oder Vater Abraham? Desiree lockt als erstes ein. Was hat sie genommen? Das ist B, der Herr Fischer. Herr Fischer, wie tief ist das Wasser, hat sie sich wahrscheinlich gedacht. Und? Tor! Sehr schön, erster Schritt für dich. Das fiel mir erst mit, wie tief ist das Wasser, fiel mir erst wieder beim dritten Mal lesen. Ja. Zum Glück noch rechtzeitig, aber ich hätte vorher drücken müssen. Was sagt die Jägerin? Und wie komme ich darüber? Kriechen um. Das war immer fies früher, oder? Auf einem Bein. Da musste man doch immer rüberlaufen. Dann kennst du das noch? Ich kenne das noch. Ja. Ich bin auch so alt. Danke, Frau Rickel. Entschuldigung. Meine Ex-Lieblingsjägerin. Hier kommt die nächste Frage. Welches dieser Nudelgerichte findet man in traditionellen Restaurants in Italien so gut wie nie? A. Spaghetti Carbonara, Spaghetti Bolognese oder Spaghetti alla Puttanesca? Bolognese ist klar, ne? Puttanesca ist doch so mit Kapern und so. Mhm. Nee, mit Sardellen, glaube ich. Beides, Kapern und Sardellen, wenn ich mich nicht irre. Und Carbonara ist auch immer doch die Diskussion, ob da jetzt, was ist es noch? Ei? Ja, Ei kommt rein. Sie wollten da letztens Sahne reintun, das da erinnere ich mich. Ich wollte gar nicht. Ich fragte für einen Freund. Ah, was hast für du den genommen? Freund. Für den Freund, für meinen Kumpel. Der eine Kumpel. Was hast du genommen? Ich hoffe, ich habe C gedrückt. Nee, du hast B gedrückt. Die Bolognese. Spackbo. Bollo. Was ist richtig? Richtig ist das. Zum Glück hast du dich verdrückt. Was sagt die Jägerin? Ein weiter Schritt für Desiree. Okay. Ja. Nächster Schritt. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Das Neandertal befindet sich ganz in der Nähe welcher Landeshauptstadt? A. Schwerin, München oder Düsseldorf? So, da kommen wir, glaube ich, in deine Region, oder? Also ein bisschen. NRW, ne? Oder? Mhm. Düsseldorf? Düsseldorf. C. Düsseldorf. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Nächster Schritt. Hälfte haben wir. Was ist das? Kreis Mettmann, Frau Rickel? Ja. Neandertal. Und man kann manchmal Menschen auch mit dem Fakt verblüffen, dass tatsächlich die Düssel durch Düsseldorf fließt. Und nicht nur der Rhein. Okay. Gut. Gleich Schritt weiter. Du machst es super. Hier kommt die nächste Frage. Welcher Teil des Vereinigten Königreichs hat keine von der Zentralregierung separate Landesregierung? A. England, Nordirland oder Schottland? Keine separate Landesregierung. Was hast du genommen? Nordirland, B.
Was ist die richtige Antwort? England. Genau. Was sagt die Jägerin? Ja, da kann man sich täuschen lassen, ne? Genau, die eigene Regierung sitzt ja schon in London. Es gibt keine zweite Regierung für den Teil. Jetzt ist sie da. Egal. Aber kuscheln wir ein bisschen. Kuschelt gerne, aber ja. Lauf bitte weg. Puh. Welcher Superschurke ist zerstörerisch, wenn er mit seinem Infinity-Handschuh schnipst? A. Vulture? Vulture? Oder Vulture? Vulture? Loki oder Thanos? Weißt du es? Ich hab noch nie von gehört. Was Nein. ist das? Avengers? Avengers? Ja, das weiß der. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig Dr. gedrückt. Dr. Kinne weiß das. Avengers, okay, wer ist es? Das ist C. Thanos. Dann glaube ich dir das. Und weiter gehst du runter. Sehr schön. Nur noch ein bis zum Matchball. Was sagt die Jägerin? Weiß sie auch. Ja. Direkt die nächste hinterher. Gott, ist das spannend hier. Ja. Wie heißt Friede auf Norwegisch, Schwedisch und Dänisch? A. Fred, Udo oder Sven? Also mein Norwegisch, Schwedisch und Dänisch ist leider etwas eingerostet. Ja. Also bis ganz verrostet. Hm. Ich habe jetzt A, den Fred genommen. Das klang mir jetzt so am naheliegendsten. Ich fürchte, es ist nicht richtig. Ich hoffe, es ist richtig. Was ist die richtige Antwort? Fred, na bitte. Manchmal reicht es doch einfach zu denken hier. Gott, hast du mich selbst auch verunsichert? Fred, was sagt die Jägerin? Nix ja, eingerostet. Manchmal ist es so einfach. Du hast der Siri aus Castrop-Rauxel 30.000 ja. Euro schon fast heimgebracht. Ja, fast. Das bringst du jetzt bitte nach Hause, ja? So, mach das anständig richtig jetzt. Welche Sarah oder Sarah? Sarah spielte ihre erste Hauptrolle im Musicalfilm Die Tänzerin und der Gangster. A. Sarah Connor, Sarah Nuru oder Sarah Engels? So. Was machen wir jetzt? Wen hast du genommen? C, die Sarah Engels. Weißt du das? Ich hoffe. Als Sarah Connor kenne ich als Sängerin, Sarah Nuru hätte ich jetzt mit meinem Topmodel. Ja. Topmodel? Na, da hätte ich was anderes. Da hätte ich gedacht, ob die vielleicht nur mit A geschrieben wird und gar nicht mit H. Aber das kann auch Quatsch sein, weil es wahrscheinlich sind alle mit AH. Und Sarah Engels ist hoffentlich die Musical-Darstellerin. Och, ich würde es dir ja so gönnen. Was ist die richtige Antwort? Oh, 30.000 Euro bringt diese Ehe zustande. Ich glaube das gar nicht. Finalzeit bei Gefragt, Gejagt. Wenn Sie in den letzten 10 Jahren häufiger mal darüber nachgedacht haben, was diese Sendung ausmacht, dann sitzen da wieder zwei lebende Beweise, Desiree und Stefanie. Sensationell. Also Desiree, da diese 30.000 Euro reinzuladen. Bravo, Chapeau, hast du richtig toll gemacht. Leben ist gut gerade, ne? Aber jetzt verteidige das bitte auch, ja? Alles andere macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also macht ja gar keinen Sinn, das jetzt nicht mit nach Hause zu nehmen. 2 Minuten und eure Zeit für einen hoffentlich großen Vorsprung startet jetzt. Im Volkslied heißt es, horch, was kommt von? Draußen rein. Welches griechische Fremdwort bezeichnet ein alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk? Appendix. In welcher Stadt liegen Karl Marx und der Autor Douglas Adams auf demselben Friedhof begraben? Trier. Unter welchem Namen ist Oliver Knöbel Deutschlands bekannteste Drag Queen? Olivia Newton-Jones. Welches Zäpfchen befindet sich im menschlichen Rachen? Rachenzäpfchen. Aus welchem Land stammt das Schichtdessert Trifle? Alter. USA. Eine Klassikerübung für Beine und Po sind Squats oder auf gut Deutsch einfach? Kniebeugen. Welches berühmte Opernhaus liegt nur 100 Meter vom Ufer der Elbe entfernt? Elbphilharmonie. Wer trägt den historischen Titel Stellvertreter Christi auf Erden? Jesus. In welchem Land liegen die Weinanbaugebiete Canberra District und Riverina? Australien. Welcher Treffer beginnt mit Z und beschreibt, dass man nur mit viel Glück gewonnen hat? Zufallstreffer. Ein erfolgreicher zeitgenössischer Komponist und Pianist ist der Italiener Ludovico? Einau.
Audi. In welchem Land befindet sich die Region Katalonien? Italien. Ein alter Ego von David Bowie heißt Ziggy. Weiter. Wie nennt man umgangssprachlich die US-Gesundheitsreform PPACA? Obamacare. Welcher Urmensch wird wegen seiner Geschicklichkeit im Englischen auch Handyman genannt? Ötzi. Das Zuhause bezeichnet man Rätseladler als die eigenen vier? Wände. Wie hieß der Dracula-Autor Bram Stoker eigentlich mit Vornamen? Weiter. Welche Figur von Astrid Lindgren sagt zur Begrüßung heißer Hopsa? Bibi Langstrumpf. Was für ein Bild ist laut Heinrich Bölls Romantitel mit Dame? Weiter. Welches asiatische Land schoss Ende April 21 das erste Modul einer neuen Raumstation in den Orbit? China. Wie nennt man die untereinander beweglichen Teile einer Kette? Glieder. Glieder kam noch, meine ich. Das checken wir gleich nochmal. Dann wäre es eine 11. Ansonsten sind so 1, 2 hätte ich gern gehabt. Olivia Jones, nicht Olivia Newton-John. Die hat bei Grease gespielt. Und Katalonien ist meistens Spanien. In Spanien. Ne? Mhm. Aber... naja, gut. Und ich hoffe, dass jetzt die 11 blinkt. Dann wären nämlich die Kettenglieder noch drin gewesen. Sehr gut, Stefanie. Das warst du, glaube ich, eben noch. Vielleicht der entscheidende Punkt. Wer weiß es schon. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt die Jägerin. Bei solchen sympathischen Damen und bei so einer Summe sucht man ja immer nach Motivationsgedanken dann irgendwie. Eine 11 ist natürlich jetzt nicht so riesig, ne? Ich habe schon gegen eine 12 verloren. Insofern... also es ist alles drin und ich frage offiziell, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Dann zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Sie beginnt für unsere Generalistin, für Adriane Rickel. Sie braucht 11 Richtige, hat 2 Minuten Zeit. Zeit startet jetzt. Im bekannten Kinderlied heißt es von den Blauen. Bergen, kommen wir. Welcher Anglizismus bezeichnet die ständige Schikane und Verletzung durch Kollegen? Mobbing. In welcher Stadt kann man in der Maximilianstraße das Museum 5 Kontinente besuchen? Hamburg. Stopp die Uhr. Ich wollte München tippen, ich habe aber keine Ahnung. Okay. München? Das ist völlig richtig. Maximilianstraße ist München. 1,45 für 10. Zeit startet jetzt. Das Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen stammt von welcher Feministin? Alice Schwarzer. Welche Kraft vergrößert man mit Hilfe einer Brechstange? Passe. Stopp die Uhr. Die Hebelkraft. Hebelkraft, ja. Ja, ist das die Hebelkraft? Der Hebel? Also die Muskelkraft, Körperkraft, weiß ja. Das ist, glaube ich, Muskelkraft. Ne, Hebel ist was anderes, ne? Also Die Brechstange ist in dem Fall der Hebel. Das heißt, die Hebelkraft wird nicht vergrößert, sondern durch den Hebel wird die Muskelkraft vergrößert. Ich kann es nicht geben, befürchte ich. Ich hoffe, es ruft noch einer rein. Gibt es, aber solange das nicht passiert, muss ich das leider nicht geben. 1,33, Frau Ricke, für 9. Zeit startet jetzt. Aus welchem Land stammt die Mandelcreme Frangipane? Italien. Was man im Fitnessstudio Walking Lunges nennt, heißt in der Turnhalle Ausfall. Schritt. Das Rathaus von Florenz ist der mittelalterliche Palazzo. Veggio. Wer in der Bibel hatte sozusagen 12 Follower? Jesus. Welche für ihren Wein berühmte Region wird vom Arno durchflossen? Die Toskana. Als welche Wanderung bezeichnet man ein Vorgehen, bei dem bereits ein kleiner Fehler Unheil auslösen kann? Eine Gratwanderung. Der Odem der Liebe erfrischet die Seele, heißt eine Arie aus welcher Mozart-Oper? Zauberflöte. Stopp die Uhr. Ich habe keine Ahnung. Kennst du dich mit Opern aus? Nein. Hast du keine Ahnung? Hau irgendeine Oper aus. Don Giovanni. Così fan tutti. Wäre der nächste Tipp. Das ist hier italienische Wochen beigefragt. Ja, nur Katalonien ist da leider nicht. Frangipane, Toskana, Così fan tutti. Bolognese hatten wir schon. 57 Sekunden für 3. Die Zeit startet jetzt. In welchem Land liegt Breslau? In Polen. Einer der großen Hits von David Bowie war Ashes to? Ashes. Welche 3 englischen Wörter bezeichnen den Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern? Gender Pay Gap. Herzlichen Glückwunsch, Frau Rickel. 42 Sekunden noch. Das war sehr souverän, muss man sagen. Aber es war ganz toll, mit euch gespielt zu haben. Ich habe einen riesen Abend gehabt. Ich hoffe, ihr auch trotz des... ist ja nicht mal ein Verlust. Ihr kamt ja auch mit nichts, ne? Richtig. Vielleicht kann man es so sehen. Aber wäre schön gewesen. Also alles Gute für euch. Danke Ihnen, Frau Rickel. Das war gefragt, Jagd für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend. Tschüss.